Nein, nein, nein! Jetzt wird es aber Zeit. Oh, pass doch auf! Guten Morgen, Miss Tate. Ich brauche Sie dieses Wochenende. Haben Sie ein Problem damit? Nein, nein, meine Großmutter wird 90 und ich wollte nach Hause fahren, aber ist schon okay, ich sag's ab. War das Ihre Familie? Ja. Will sie, dass Sie kündigen? Jeden Tag. Margaret Tates Büro. Es geht wohl nicht um eine Gehaltserhöhung. Margaret, Ihr Visum ist abgelaufen. Sie werden ausgewiesen. Ausgewiesen? Ich bin doch keine Immigrantin oder sowas. Ich komme aus Kanada. Wenn man sich ausweist, dürfen Sie nicht für eine US-Firma arbeiten. Wenn es nur einen Weg gäbe, wie wir das regeln können. Verzeihen Sie die Störung, Ich verstehe die schwierige Situation, aber ich muss Ihnen etwas mitteilen. Wir werden heiraten. Wer wird heiraten? Du und ich. Wir heiraten. Ja. Wir werden heiraten. Ja, unsere Liebe wird durch nichts erschüttert. Ist das dann alles? Machen Sie es offiziell und wir vergessen die ganze Sache. Ich werde Sie nicht heiraten. Tun Sie es nicht, landen Sie auf der Straße und suchen einen Job. Haben Sie Ihren Eltern von Ihrer geheimen Liebe erzählt? Wir wollten Sie dieses Wochenende besuchen. Und wo leben Sie? In Alaska. Alaska? Wo wird Andrew schlafen? Er schläft hier, bei dir. Wir stehen auf Kuscheln, nicht wahr? Wir sind kuschelsüchtig. Frühstück für das glückliche Paar. Oh mein Gott, was ist das? Tut mir leid. Was ist das? Das ist morgens so. Wie kannst du mit jemandem zusammen sein, der dir das Leben so schwer gemacht hat? Mäuschen. Schätzchen. Manche Heiratsanträge verändern einen. Wieso heiratet ihr nicht hier gleich morgen? Wir wollen einen Kuss sehen. Los, wir tun es ganz schnell. In guten wie in schlechten Zeiten. Gib mir einen richtigen Kuss. Sandra Bullock. Hallo? Ryan Reynolds. Oh mein Warum Gott! Warum sind Sie nackt? Warum sind Sie nass? Selbst ist die Braut. Sitzt vielleicht ein klein wenig zu locker an gewissen Stellen. Ich hab auch mehr Oberweite. Das ist wie Ostereiersuchen. Da sind Sie ja. Da sind Sie.